Willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Ich hoffe, die Musik ist jetzt passend genug, runtergestellt und meine Stimme laut genug. Und bei, ich zeige euch schon mal, wie weit ich das runtergestellt habe. Ich stelle es ein bisschen noch runter, ja. Die Stimmen auch noch ein wenig und dann passt es schon. So. Wir sollten hier irgendwie zu Charlie. Ja, ja. Wow, er geht einfach rein. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und Humpen voll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Oben ohne Zombies-Special, what the hell? Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl, mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee. Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar! Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Wow. Also, was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Na, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Oh Mann. Wirst du in Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hm? Genial, Charlie. Echt clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme, kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Wow! Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Man sieht seinen Hinterteil, wenn er sich so mal, wenn er die mal wegtut. Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts. Du weißt schon. Auffälliges oder Paranormales? Naja, jetzt wo du sagst, ja, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet, wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher gesagt hat. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Oh Mann. Lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen Kings Carrie zu machen, mit mir als Star.
Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht. Oh Mann. Oh, der Arsch. Irgendwo tut mir Charlie schon ein bisschen leid. Und er fasst immer an seinen Ring, den er um den Hals trägt. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Ah ja. Ich habe dein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden will. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master habe ich ihn gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein. Denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Nein. Wie sage ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Dein Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht. Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung, aber halten wir uns mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Oh nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all mein Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn's funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ah ja? Tja. Jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen, weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red-Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor, sprich nicht weiter. Ich suche schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation.
Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Na, halt die Klappe und hör genau zu. 40 Minuten später. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant. Aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Hm, vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein Superpsychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Oh ja. Gucken wir uns hier mal um. Limo. Ist doch keine Limo, Mann. Das ist ein Ding, so ein Kaffee von, wie heißen die nochmal? Küsst ihr da jetzt den Ring oder was? Von Starbucks, genau, so ein Starbucks-Kaffee, den hatte ich auch schon, ja. Wobei ich gar der Meinung bin, die sind an sich gar nicht mal so toll. Aber, und da ist Bender als Frau. Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con am Mittwoch. Die kann ich nicht rumtragen. Ist nur ein Fenster. Ich sollte nicht überall meine Fingerabdrücke hinterlassen. Ich will die Limo haben, Mann. Das nehme ich nicht. Charlie würde es vermissen. Das ist Charlies Glas. Ein Glas. Kein Interesse. Die stehen alle zum Verkauf. Comics und noch mehr Comics. Die meisten sind Klassiker, aber danke. Nein, ich habe jetzt ein echtes Leben. Oh, wow. Comics. Ich hinterlasse nicht gern einen Haufen Mystical Warlords of K-Karten. K. Ein ziemlich lahmer Superheld, wenn du mich fragst. Also lass mal. Das ist Captain Red. Wer ist aber Captain Red? Captain Red Poster. Ich kenne den nicht. Absolut kein. Ihr könnt mich jetzt hassen, aber ich kenne ihn nicht. Immerhin gibt's hier ein paar unterschiedliche. Ich mag Vielfalt. Das kenne ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist. Die meisten sind klar. Ich habe seit ich 23 bin keine Actionfiguren mehr geklaut. Wie alt ist er jetzt? 23. Oh, schwer. Klar. Schon wenn ich's nur anschaue, würde ich's gern tragen und die Mauer beschützen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Valyrischer Stahl. Hey. Zahlst du auch dafür? Klar. Du nimmst doch Kreditkarte. Schon, aber nicht von dir. Hast du überhaupt... Tja, ich hab Dr. Johnsons Visitenkarte und eine Netzkarte von der U-Bahn. Nimmst du eine von denen? Randall... Geh mir nicht auf den Sack. Die legendärste Waffe aller Zeiten. Da geht sogar das Licht an. Cool. Ich glaube nicht, dass mir dafür eine Verwendung einfällt. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Energieschwert. Ich habe keine Ahnung, von wo das kommt. Ich habe seit ich 23 bin keine Action. Immerhin gibt's hier ein paar unterschiedliche. Ich mag Vielfalt. Oh, das Ding, das glaube ich, Magismo aus von Dings, aus dem Film Gremlins da, ja. Und da ist so ein Mutant Ninja Turtle Dings da. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der, den der alte Film mal hatte. So leicht wird das sicher nicht. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Ja. Holy. Ich hab da auch eine Idee. Passabler Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall, denk nach. Das... Ja,
Ist eine gute Idee, aber die Form stimmt. Die Form stimmt noch nicht so ganz, ja. Da muss noch irgendwas hin. Es gibt kein... Nein, das will ich nicht anmachen. Würde ich gern mit nach Hause nehmen. Der rosa Tentakel ist schon ziemlich alt. Ach was. Der auf der Tentakel ist doch Superman. Ich... Also, Charlie. Ist der Super-Zuckerschnecke-Katalog hier zu verkaufen? Klar, aber hast du die 500.000, um ihn zu kaufen? Im Ernst jetzt? Sieh mich doch an, ich hab Sticker, aber ich hab nicht mal halb so viel. Wie zur Hölle kann das Ding so viel wert sein? Wie wenig du weißt, Randall Hicks. Das ist eines der wenigen übrigen Exemplare von der 72er-Ausgabe, der seltenste und begehrteste von allen Wonder Comics. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es dadurch auch der teuerste ist. Warum glaubst du, wird es von so einem anspruchsvollen und futuristischen Sicherheitssystem geschützt? Verstehe. Okay, wo ist der Ausgang? Ah. Ich wüsste nicht, was ich sage. Man, dem sollte mal jemand sagen, dass er scheiße aussieht in den Klamotten. Kann ich nicht. Das ist das Büro vom Psychiater. Scheint schon zu sein. Okay. Dann gehen wir doch mal... Puh, wohin gehen wir denn? Geh mal zu Randalls Wohnung. Genau. Kann sein, dass manche Ische nur Züpfe sind. Das wäre hier doch für einige Charaktere. Moment mal. Die Feuertreppe ist wieder ganz. Tag, Mrs. Grozer. Genießen Sie die Aussicht? Super. Okay. Schönen Tag noch. Mrs. Grozer scheint ja total fasziniert von meinem Abenteuer. Die blinzelt nicht mal. Bin nur kein Masken. Okay. Kann ich dir den Hotdog geben? Der gehört mir, den hab ich mir. Das behalte ich lieber. Oh Mann, Randall. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Naja, immerhin weiß ich, dass das die Feuertreppe wieder funktioniert. Da gehe ich nicht näher ran. Und die haben einige Bücher unter das Sofa gelegt, weil da das, der Fuß abgebrochen ist. Cool. Gehen wir mal zur Seitenstraße, wo der Penner ist oder war. Ah, der Penner. Ach. Warum zum Geier sollte ich ein Kap... Entschuldigung. Fuck. Was willst du, Kleiner? Ich wollte nur was fragen. Schieß los! Ich warte auf eine Lieferung und hab keine Zeit zu verlieren. Okay, hast du... Weißt du, wie ich ein Sicherheitsschloss aufbrechen kann? Sehe ich so aus, als wenn ich von so etwas Ahnung hätte? Ich will ja jetzt nicht altklug wirken, aber... Hast du mal in den Spiegel geschaut? Sagst du mir gerade ins Gesicht, dass ich wie ein Dieb aussehe? Nein, nein, nein. Würde ich nie. Wobei... Naja, doch. Naja, doch.
Immerhin bist du ehrlich. Das gefällt